So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es jetzt 8:30. Der Vortrupp ist schon auf dem Weg nach Weil am Rhein bei diesem mehr als bescheidenen Wetter. Durch eine Lieferverzögerung unseres neuen Mittelalterzeltes musste ich halt leider zurückbleiben und bis auf die Anlieferung warten, die man mir bis 12 Uhr heute Mittag garantiert hat. Warten wir mal ab, ob es tatsächlich so ist. Jo. Ansonsten bleiben mir nur noch wenig Dinge zu tun zur Vorbereitung. Kräuterkiste aufladen oder einladen, je nachdem. Ich warte auf Rückantwort von zwei Kollegen, Freunden, ob die mir ein rotes Nummernschild leihen können. Damit ich meinen Anhänger übers Wochenende doch noch bewegt kriege, hat halt den Hintergrund, dadurch, dass es halt jetzt schon die ganze Zeit regnet und bis Sonntagmorgen nicht besser werden soll, werden unsere Zelte und alles andere klatschnass sein. Was wir dann spätestens Sonntagabend zu spüren bekommen, wenn es darum geht, das gesamte Mittelaltermaterial aufzuladen. Und gerade das ganze nasse Zeugs kriegen wir dann nicht mehr sauber und ordentlich verpackt, wie es jetzt ist. Das ist ja dann, ich weiß nicht, ob es dem bewusst ist oder nicht. Ich habe es mal angesprochen, angedeutet. Ja, werden wir sehen. Ich denke mal auch, dass mein Zelt, das neue Zelt, im Pappkartons geliefert wird. Und wenn ich jetzt mal so rausgucke und das den Regen so sehe, muss ich mal überlegen. Mit dem Aufladen aufs Dach, Festtüren aufs Dach, eventuell auspacken und die einzelnen Säcke aufs Dach laden, nur dann besteht dann halt eben auch die Gefahr, dass die Zelte, also dass die Zelthaut von innen her nass wird und das ist natürlich dann also so optimal, wenn das Zelt komplett durchnässt unten im Wall am Rhein ankommt. Ja, müssen wir mal gucken. Ansonsten als Alternative bleiben ja halt eben, wenn die Zusagen kommt, Junge, komm vorbei, hol die rote Nummer, dass ich dann noch ans BP-Haus hochfahre, hier zwei Paaren besorge. Eine für den Boden, für den Anhänger. Der wird ja jetzt zwar auch schon nass sein, aber das Ganze läuft ja ab durch die Lüftungsschlitze. Dank den Amis. Ihr seid klasse. Ja, und die andere Plane halt oben drüber spannen. Ist zwar nicht dann so optimal, aber besser als nichts. Was eventuell auch noch eine Idee wert wäre, hochfahren ans BP-Haus. Plan holen und das gesamte Zeltgedöns drin einwickeln. Und dann entweder so auf die Ladefläche oder oben auf dem Dachträger drauf. Jo, und was mache ich bis dahin? Ja, ich mache mir Musik fertig auf meinem Laptop, damit ich dann halt wenigstens angenehme Unterhaltung noch unterwegs. Ein bisschen Spaß haben mit Singen. Das übliche Kette ist halt. Ja, das war so mein Statement zum heutigen Morgen.